hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Das Massenerwachen und was es wirklich bedeutet. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 11. April 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind immer sehr an den Fortschritten interessiert, die ihr in eurer spirituellen Entwicklung auf der Erde macht, und uns ist aufgefallen, dass das kollektive Bewusstsein der Menschen seine Gesamtschwingung stärker erhöht hat, als ihr es normalerweise tut, um eure Gesamtschwingung zu erhöhen. Und wir wissen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass viel mehr Menschen zu der Wahrheit erwacht sind, wer sie wirklich sind. Wir wissen, dass dieses Massenerwachen unvermeidlich ist, da das Erwachen jedes Einzelnen von den Führern und den höheren Selbsten dieser Menschen geplant ist. Wir wissen auch, dass es auf eurer Welt mehr Transparenz gibt als je zuvor, was bedeutet, dass der Durchschnittsmensch irgendwann in seinem Leben die Wahl zwischen dem Glauben an nichts und dem Glauben daran, dass alles Quellenenergie ist, treffen wird. Einige von euch haben vielleicht schon beide Wege beschritten und befinden sich jetzt auf dem Weg der Erkenntnis, dass alles und jeder die Quelle ist. Wir gratulieren euch, dass ihr es geschafft habt, denn alles andere, woran ihr glauben würdet, würde die Quelle außerhalb von euch stellen, und das kann ein sehr einsamer Ort sein. Wenn ihr erkennt, dass ihr die Energie der Quelle in euch tragt, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Quelle, diese Liebe und dieses Licht überall in unserem wunderschönen Universum auszustrahlen. Das ist es, was immer mehr Menschen tun, und deshalb suchen immer mehr Menschen nicht mehr nach einem Guru oder einer Person, die eine bestimmte Kleidung trägt oder einem Klerus angehört. Ihr erkennt, dass ihr niemanden braucht, der als Vermittler zwischen euch und der Quelle fungiert. Wenn ihr erkennt, dass ihr einen direkten Zugang zur Quelle habt, nutzt ihr ihn und eure Schwingung erhöht sich ganz natürlich, was sich auf die Gesamtschwingung des kollektiven Bewusstseins der Menschheit auswirkt. Das ist es, was die Schwingung eures Kollektivs anhebt und euch der Vollendung des Wandels näher bringt. Nichts anderes ist wichtig. Es spielt keine Rolle, ob es zu Massenverhaftungen, einer Währungsumstellung oder einem Finanzkollaps kommt oder nicht. Es spielt keine Rolle, weil ihr alle diese Dinge seid. Wenn ihr erkennt, dass ihr die Energie der Quelle seid, müsst ihr auch erkennen, dass nichts außerhalb von euch existiert, nichts, was gut und nichts, was schlecht ist. Deshalb geht es auf eurer Reise jetzt darum, all das in Einklang zu bringen. Euer Ziel ist es, Frieden mit der Tatsache zu schließen, dass ihr alles seid und dass ihr mit der Macht, die ihr habt, euch zu fokussieren, auf alles zugreifen könnt. Und wenn ihr euch fokussiert, werdet ihr zu dem, worauf ihr euch konzentriert. Achtet also darauf, dass ihr euch auf das konzentriert, was ihr für gut haltet und was ihr erleben wollt. Wir wissen, dass wenn immer mehr von euch wirklich erwachen, ihr jedem helfen könnt, der in der Dunkelheit herumgetappt ist, wieder ins Licht zu kommen. Viele von euch wissen das und viele von euch haben es mit nicht-physischen Wesenheiten, mit Gedankenformen und negativen Energien getan. Ihr könnt es genauso gut mit einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen tun und es ist so viel einfacher, wenn ihr diesen Menschen oder diese Gruppe als Quellenenergie seht,
als einen Aspekt der Quelle, der vom Weg abgekommen ist. Wenn ihr euren Weg gefunden habt, zeigt ihr anderen den Weg und ihr bringt den Bewusstseinswandel mit Frieden, mit Harmonie zwischen allen Menschen und mit großen Möglichkeiten für mehr Freude auf den Weg. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.